Also ich freue mich dieses Jahr ganz besonders, dass die internationalen Aussteller noch weiter zugenommen haben. Wir sind so international wie noch nie zuvor. Gleichzeitig wächst auch unser Agentenzentrum, das heißt, das Herz der Messe pulsiert noch mehr. Die Beziehung zwischen Leser und Autor wird immer enger. Wir spiegeln das auf der Frankfurter Buchmesse, indem wir auf der Agora neue Treffplätze geschaffen haben. Wir haben den Kids Bubble und die Open Stage. Sicher Formate, die viel Zuspruch finden werden. Super ist natürlich auch dieses Jahr, dass wir mehr als 3.500 Veranstaltungen anbieten können. Das ist ein absoluter Rekord, das hatten wir in den 60 Jahren des Bestehens der Frankfurter Buchmesse noch nie. Natürlich treffen wir die ganze internationale Verlagsbranche. Sie finden die großen Verlage, sie finden die Wissenschaftsverlage, sie finden Autoren, sie finden Lektoren, sie finden Hersteller, sie finden die Übersetzer, alles, was in das Leben des Verlegers gehört. Ja, auffällig ist dieses Jahr sicher die Anzahl der Startups, die sich auf der Messe eingefunden haben. Wir finden viele junge Leute, Leute mit neuen Ideen, die nächste Generation der Verleger, die aus vielen verwandten Branchen kommen und ja, einen ganz neuen Gründergeist verbreiten. Nein, auf der Buchmesse 2013 merkt man wirklich, dass die Branche lebt, sie vibriert. Es gibt so viele neue Ideen im Vertrieb, aber auch im Entstehen von Büchern, junge Autoren mit neuen Themen, neuen Formaten. All das zeigt, dass es weitergeht. Als Startups ist es besonders wichtig, Kontakte aufzubauen und Geld zu akquirieren, um ihre Ideen voranzutreiben. Ich glaube, das ist etwas, was wir, besonders mit unserem Format Contech, der Branche zur Verfügung stellen können. Wissen, Kontakte, Finanzierung. Obwohl die Buchmesse seit 550 Jahren existiert, hat sie sich immer wieder auf die neuen Anforderungen eingestellt. Besonders für Startups, denen können wir jetzt Kapitalgeber präsentieren. Wir können ihnen Kontakte vermitteln. Wir haben über 7.200 Aussteller in Frankfurt. Wir haben 220.000 Fachbesucher in Frankfurt aus über 110 Ländern. Ich denke, das ist ein Umfeld, das tatsächlich Startups stimuliert und ihnen neuen Möglichkeiten eröffnet. Bis vor 3 Jahren gab es eine Gruppe, die noch gar nicht auf der Buchmesse stattfand, die Self-Publisher. Dieses Jahr haben wir mehr als 50 Angebote, Konferenzformate, Formate, mit denen sich austauschen kann, voneinander lernen kann. Wir helfen Self-Publishern, sich zu vermarkten, den Vertrieb zu generieren, sich mit Profis auszutauschen, weitere Dienstleister kennenzulernen. Klassische Buchhandlungen haben noch lange nicht ausgedient. Im Gegenteil, wir sehen eine Renaissance des innenstädtischen Buchhandels. Innenstädte ohne Buchhandlungen veröden tatsächlich. Man hat herausgefunden, dass Bücher sich viel besser verkaufen lassen, wenn man sie zum Anfassen da sind, wenn man die Cover sehen kann. Wir sehen aber auch, dass die Buchhändler initiativer geworden sind, dass sie viel mehr Lesungen veranstalten, dass sie Communities aufbauen um ihre Kunden herum, sich spezialisieren. All das macht Buchhandlungen attraktiv. Na, die Buchmesse verändert sich jedes Jahr. Die Buchmesse wird immer wieder neu und ich glaube, das ist das, was sie auszeichnet. Sie lebt mit ihrer Branche. Ich bin davon überzeugt, dass etwas ausprobieren uns auf keinen Fall schadet, sondern dass es die Frankfurter Buchmesse und damit natürlich auch unsere Aussteller und Besucher voranbringt. Wir haben viele neue Ideen, die Branche hat viele neue Ideen. Ich glaube, die Gräben, die wir oft zwischen gedrucktem Buch und digitalem Buch aufgemacht haben, existieren nicht wirklich. Ja, was Sie hinter mir sehen, das ist Brasilien, unser Gastland, das sich auf eine ganz neue Form zeigt. Nämlich hier mit Street Art Graffiti und nicht mit Samba und Caipirinhas. Also ich glaube, dass unsere Besucher ein ganz neues Brasilien kennenlernen werden. Wir sind schon sehr aufgeregt, dass die Frankfurter Buchmesse in wenigen Tagen beginnt. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen viel Spaß dieses Jahr.